sehr, sehr fröhliche und gesellige Kultur sind. Wir Österreicher genauso wie ihr Deutschen. Und was soll ich jetzt sagen? Alles, was ich mir denke, das sage ich einfach lieber nicht, weil ich auf euch aufpassen muss. Aber eines kann ich nur sagen, es freut mich so gewaltig, dass ihr heute da seid. Und es freut mich, dass ihr auch einen jungen Steirerburm aus Österreich so nehmt. Ihr isst ja ab und zu auch einmal, sagt, was er sich denkt. Wenn es immer noch schöner ist, trotz aller dieser Sorgen, die das Land momentan mit sich bringt, ihr bei euch da in Germany und auch wir bei uns zu Hause in Österreich. Es ist eine große Herausforderung, der wir uns momentan stellen müssen. Und nein, mehr sage ich nicht. Ich sage einfach nur Dankeschön, dass ihr da seid. Ich habe auf euch zum Aufpassen. Es ist immer noch schöner, mit Ecken und Kanten durchs Leben zu gehen, als ohne eine eigene Meinung. Was ist es bloß? Wo kommt es her? Neue Zeit, neues Land. Wo führt es hin? Wie kann es sein, dass aber Leid glaubt zu wissen, was ein Land so will? Ist das der Sinn einer Demokratie, dass einer was sagt und die anderen sind still? Eine Meinung haben, dahinter stehen, den Weg vom Anfang zum Ende gehen, und sein muss ganz allein da oben stehen. Eine Meinung haben, dahinter stehen. Heute so, mit Füßen fester Meinung, doch wenn's nicht aufgeht, ist morgen keiner da. Doch irgendwann kommt dann der Punkt, wo's einem reicht, dann wird's ans Fühl. Dann schaust du an mit ganz großen Augen, wenn einer aufsteht und sagt, was er sich denkt. Eine Meinung haben, dahinter stehen, den Weg von Anfang zu Ende gehen, und sein muss ganz allein oben stehen. Eine Meinung haben, dahinter stehen, den Weg mit eigenen Augen sehen, und alles glauben, was die Leute so reden. Die Meinung haben, dahinter stehen. Dankeschön fürs Zuhören.
sehen und alles glauben, was die Leute so reden. Meinung haben. Steht.